Willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja. Diesmal wollen wir Tozu auch in dieses Haus gehen von den Doktor oder wie auch immer. Also hier rein, glaube ich, war das. Ja. Hat da blitzt. Na komm. Na komm. Danke. Mithril-Amulett oder irgendwie. Ach, ich hab zu schnell weggeklickt. Mithril-Armschirm. 2. Na komm. Da glitzert's nicht umsonst. Feuerer. Feuerstab. Vitra. Gut, erstmal ausrüsten, benutzen. Vitra. Der hält einige LP wieder her. Feuerstab mit dem Zauber Feuer belegt. Ach stimmt, ja. Mach mal anders. Oh, Entschuldigung. Oh, irgendwie. Erteilt Feuerschaden. Na, dann gehen wir das Park. So. Rüsten. Gefeder. Feuerstab. Macht sich schon wieder mehr Schaden. Dr. Shelko. Ok. Brauche Antidot. Kein Placebo. Oder ich hau hier eine. Antidot. Da. Puh, ich hab mich. Ihr habt mich gerettet. Das sollte mir eine Lehre sein. Waldbären essen es jetzt nicht mehr. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ich werde euch in mein tollstes Geheimnis einweihen. Ihre Tischlampe. Seine. Geh die Treppe am Ende dieses Gangs herunter und ihr kommt auf den Weg zum Miralbecken. Dum, 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 dum. Und weiter geht's. Egal, ist mir jetzt egal, ob ich was verpasst habe. Phönixfeder. Phönixfeder. Telefon Tozus. So. Oh. Ein großer Schädel. Stimmt ja, wir sind ja kleine Winzlinge. Deswegen ist alles so groß. Oha, und was ist das? Ein Lebrechaun oder so. Aber wir müssen alle fliehen. Wir könnten ihn schon besiegen, wenn wir Magie einsetzen, aber... Flucht erfolgreich. Und weiter. Knochen und vieles mehr. Ich glaube, man könnte sich auch größer machen, aber das weiß ich. Oh, ich hasse es immer, wenn ich aus Versehen einen Rechtsklick mache. Weißt du, wie wir draußen. Nee. Nee. Will nicht kämpfen. Fliehen. 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 Keine Sorge, ich mach das schon. Ah, ein Pizza. Ich
Hier scheint nirgendwo irgendetwas versteckt zu sein. Irgendwie wäre Magie von Rephir Wicht sehr praktisch auf Lunes schon mal. Die gesamte Gruppe, dann wird es zufällig leugnen. Naja, egal. Ja, toll, auf ihn wurde es wieder gemacht. Wikingerhöhle. Sind wir in der Wikingerhöhle? Lass mich schlafen, ich träume von Segeln. Ja, wir sind die Wikinger. Die Könige der Meere. Ho ho, und eine Brille mit. Naja, das waren wir zumindest einmal. Das Erdbeben hat den Seedrachen aufgeweckt. Er hat alle unsere Schiffe versenkt. Bis auf die Enterprise. Wir können doch mit einem einzigen Schiff keine Seedrachen erlegen. Okay, hier liegt nichts rum. Was soll ich denn sonst machen? Ein Wikinger ohne Schiff ist wie ein Fisch ohne Wasser. Der Häuptling trifft keine Schuld. Niemand kann uns gegen die Seedrachen helfen. Der Neptor-Tempel befindet sich an der Spitze des Kaps. Opa weiß alles darüber, wenn ihr euch dafür interessiert. Na komm, Wahnsinn. So, halt durch. Ich kann mich hier noch ein bisschen dran erinnern. Jungfernkuss. Heb Frosch auf. Ihr habt einfach übernachten, fertig. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, immer noch. So. Ja. Bei ihm wurde Wicht aufgehoben. Bei ihm wurde Wicht hinzugefügt. So. Und wir haben gerade festgestellt, wenn man alle klein machen möchte, klickt man auf alle in einer Gruppe und verbraucht nur einen Punkt. Spreche ihn an. Ansprechen, danke. Feuer, Eis, Schlaf, Blitz, Gift, Blind, Wicht. Nix von denen. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim. Oh, wieder ein Kuckuck. Naja. Das da unten ist der Chef. Hm? Was habt ihr? Das da unten ist der Chef. Hm? Was habt ihr? Was haben Männer bloß? Hä? Verlieren ein paar Schiffe und sie tun so, als hätten Valhalla sie rausgeworfen. Keine Ahnung, verstecke ich nicht. Die Enterprise ist ein tolles Schiff, aber niemand will an Bord gehen, solange der Seedrache in den nahen Gewässer sein Unwesen treibt. Geh bloß auf kein Schiff, Jungs, wenn euch euer Leben lieb ist. Ein Seedrache greift alles an, was sich dann dem Kap nähert. Das muss der Neptodrach sein, die mächtige Schlange, für die der Neptotempel errichtet wurde. Ah, ich habe hier die Aufsicht. Es ist ja nicht mehr so viel Beaufsicht, seit dieser Seedrache aufgetaucht ist und fast alle Schiffe zerstört hat. Ihr seht mir wie tüchtige Abenteurer aus. Wenn ihr das wenn ihr den Drachen besiegt, dann gehört euch unser bestes Schiff, die Enterprise. Wirklich? Versprochen? Wikinger Ehrenwort, wenn ihr es schafft, heil zurückzukommen. Cool, wir kriegen ein Schiff geschenkt, wenn es klappt. Hm.
muss doch irgendwas sein. Einmal Schalter oder so, aber ist ja leider nicht. Die Enterprise. Unser Schiff. Und unsere Gegner. Ja. Angriff. Matro-Tro-Kro. Na komm. Alles okay, ich mach das schon. Und er greift's richtig an. 30. 14. 25. Besiegt, das ist schön. Das gefällt mir. So muss es sein. So. Auf dieser Insel scheint es nichts Großes, Tolles zu geben. Oh ja, jetzt wurden wir auf unserem Schiff angegriffen. Auch was Schönes. Da, mitten auf unserem Schiff. Und das ist ein Killerfisch. Oh. Ja, mach doch schön Schaden. Na toll. Hochstufe ist gestiegen. Oh, von Revier schon wieder. Nee, doch nicht. Aber wir sollten jetzt hier anlegen. Und zum Wikinger-Dings begeben. Na, wir sollten schlafen. Denn wir wurden verletzt. Nicht sehr schlimm, aber verletzt. So, gucken, ob hier irgendwo... Scheint nichts verstecktes Geheimnis hier zu sein. Ja, wir möchten schlafen. Hoffentlich ist dann Ingus wieder bei uns. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. So, ja. Menü. Mist. Item. Phönixfeder. Zurück. Potion. Aber da seht ihr mal, wie stark die Gegner sind hier. Das heißt, ich muss leveln. Aber da ich nicht so gerne das Level zeigen möchte, was eigentlich total langweiliger ist. Das heißt eigentlich, ich laufe nach A, nach B, nach A. Also ich laufe immer hin und her, warte, bis ich angegriffen werde. Dann besiege ich den. Und dann geht es wieder von vorne los. Also es ist total langweilig. Deswegen speichere ich hier, mache einen Schnitt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Final Fantasy. Ja. Gut. Bis dann.